Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Techit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture Packs, Server Packs, Serverkonfigurationen. Ich lade dich ein, mit uns das Projekt voranzutreiben. Join the Pyramidalist-Projekt und nutze den Link in der Videobeschreibung. So, jetzt wollen wir uns mal mit Grief Prevention beschäftigen. Das ist ein Plugin für Server und hat sehr, sehr große Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt mal zunächst zeigen, was die Benutzer eines solchen Servers, also die Spieler mit Grief Prevention so alles machen können. Ich hoffe, das klappt jetzt hier noch, weil wenn man am Anfang eine Truhe setzt, dann ist das gleich das Grundstück, das erste kleine Grundstück, entsprechend der Konfiguration des Servers, hat es dann eine bestimmte Größe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich auf diesem Server hier schon mal eine Truhe gesetzt hatte. Das gilt nämlich nur für die erste Truhe. Schauen wir mal. Aha, genau, ihr seht, plötzlich ist hier etwas in Glowstone entstanden, mit ein bisschen Gold drum. Das sind die Grenzen meines Grundstücks. Jetzt. Dieses Grundstück geht quasi von oben nach unten, aber wirklich geschützt ist zunächst einmal nur der Bereich hier, den man hier so sieht, und dann ein paar Block nach oben und ein paar Block nach unten. Wie gesagt, das hängt so ein bisschen von der Serverkonstellation ab. Die Truhe ist jedenfalls für andere Spieler zunächst einmal nicht zu öffnen und nicht zu benutzen. Und na klar, es gibt immer Leute, die irgendwie griefen und dann die Toten mit irgendwelchen Werkzeugen abbauen, und das ist natürlich nicht schön. Aber wenn ein normales Spiel gespielt wird, ist an der Stelle eben Schluss. Dieses Grief Prevention ist ein relativ guter Schutz. Der Schutz beinhaltet zum Beispiel auch, dass man hier jetzt nichts einfach abbauen kann. Wenn ich jetzt hier irgendwie ein Feld hätte, das ich gesät habe, dann oder irgendwelche Bäume gepflanzt, dann kann ich den anderen nicht abbauen. Oder auch sogar Tiere, die ich hier züchte, die kann kein anderer hier killen. Es ist auch so, dass dieses Grundstück, wenn man also hier irgendwelche Sachen macht, dass die dann eben, ja, wie soll ich sagen, ja, geschützt sind. Ja? Also wenn man Lava hier setzen könnte, dann würde die Lava auch, wenn das Grundstück aufgelöst wird, wieder zurückentwickelt. Das gleiche gilt auch für Wasser. Wenn man also Wasser irgendwo hier hinsetzt, um eine Maschine zu kühlen oder so, dann wird, wenn man das Grundstück eines Tages auflöst, dieses Wasser wieder zurückentwickelt. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Grundstück auflöst und da sind noch Sachen drauf, ihr wollt es einfach nur auflösen, um es zu verändern. Dann habt ihr ein Problem, weil dann sind eure Maschinen nicht mehr gekühlt zum Beispiel. Ja? Oder die Lava ist einfach weg, die ihr brauchtet für irgendwelche Aktivitäten. Gut, also das ist jetzt sozusagen das Grundstück, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Grundstück vergrößert. Ja, und zwar ist es ja so, Grief Prevention gibt jedem Spieler entsprechend seiner On-Zeit eine bestimmte Menge an Claim-Blocks hinzu. Claim-Blocks sind jetzt sozusagen die von hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, glaube ich, richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, genau, 9 mal 9 sind 81. Das heißt, hier sind 81 Claim-Blocks jetzt sozusagen ja vergeben. Ja? Und jetzt kann man das Ganze natürlich wieder verändern, und zwar macht man das mit der Goldschaufel. Die Goldschaufel, die nimmt man in die Hand, man darf sie dann nicht mehr aus der Hand rausgeben. Ja, so, man muss sie in der Hand behalten, eine Zeit lang. Dann steht hier unten, you may claim up to 100 was, naja, Blocks und so weiter. Dann werden wir mal hier hingehen und mit dem rechten Mausklick auf eine Ecke klicken. Ja, dann kann man resizing claim, also dann kann man die vergrößern. Und dann setzen wir den neuen Punkt mal einfach hier hin. Auch wieder rechter Mausklick, und schon ist das Grundstück etwas größer geworden. Wenn man das zu groß macht, ich mache das mal einfach zu groß, weil ich habe ja nur noch 100
47 Blocks, dann gibt es natürlich eine Fehlermeldung. Da, wenn ich das jetzt hier hinten mache, dann ist das wahrscheinlich viel zu groß. You don't have enough blocks for this size. You need 57 more. Also an der Stelle ist der KF Prevention dann natürlich ziemlich knackig, weil man kann eben nur ein Grundstück claimen, entsprechend der On-Zeit, die man halt auf dem Server gewesen ist, und kann dann eben nur in der Größe was machen. Aber umso länger man halt auf dem Server ist, umso größer ist das Grundstück. Und es gibt auch Server, wo man halt, sagen wir, durch bestimmte Aktionen sehr, sehr viel mehr Claimblöcke bekommen kann. Das hängt so ein bisschen ab davon, was die Serverleitung sich überlegt. So, wie werden wir jetzt hier mit weiterkommen, wenn wir das auflösen wollen, das Grundstück? Das sieht also folgendermaßen aus. Dann geben wir einen Befehl ein, der heißt Abandon Claim. Abandon Claim. So, wenn ich den eingebe, Claim abandoned, you now have 228 available Claim Blocks. Das heißt also, das Grundstück ist jetzt weg. Die Kiste kann natürlich jetzt wieder von jedem benutzt werden, sei denn auf dem Server ist noch ein anderes Schutz-Plugin, aber das ist dann eben jetzt nicht. Ne? So, jetzt können wir die Kiste abbauen. Oh, das war ein bisschen vieles Guten. Jetzt stellen wir nochmal eine hin. Ja, und schon geht es wieder los, denn das war das erste und das letzte Grundstück. Ja, also wenn man also dann sozusagen das erste Grundstück aufgibt, dann ist sozusagen an der Stelle das ist wieder frei, sodass ihr mit dem Setzen der neuen Truhe wieder ein neues Grundstück bekommt. Wenn ihr jetzt ein weiteres Grundstück hättet, sagen wir mal hier hinten, dann oder haben wollt, dann müsst ihr das so machen. Dann geht er jetzt einfach hin mit der Goldschaufel. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier 10x10 hinkriegen oder sowas. Also dann macht man wieder rechte Mausklick. Das ist die erste Ecke. Ihr seht also, diese Blöcke, diese Dia-Blöcke oder auch da hinten diese Glowstone-Blöcke, die sieht man nur, wenn man das selber macht. Die anderen Spieler sehen das nicht. Und man kann sie natürlich nicht abbauen, ist ja klar, wäre ja blöd, ne, wenn man Dia-Blöcke dann auf die Art kriegen würde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sagen wir mal 10, alle 10. Und dann gehen wir mal in die Richtung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir ein zweites Grundstück. Dieses. Und natürlich dieses alte, dann sieht man natürlich jetzt die Grenzen nicht. Und das kann man feststellen, wenn man mit dem Holzstick auf die Erde haut. Sagen wir mal hier, dann seht ihr hier diese Grenzen. Und wenn man hier dann auf den Holzstick haut, dann sieht man hier die Grenzen. Es sind also gerade eben die Grundstücke nebeneinander. Und wenn man jetzt hier hingeht, eine Holztruhe hinsetzt, dann ist die natürlich auch genauso geschützt wie sonst. Wenn man dieses Grundstück allerdings hier entstehen lassen wollte, ohne die Goldschaufel, sondern nur noch Holztruhe hinsetzt, dann geht natürlich nicht, weil man da hinten ja schon die erste Holztruhe stehen hat. So, der nächste Schritt ist jetzt, jetzt wollen wir das hier auch wieder vergrößern, das geht wieder mit der Goldschaufel. Jetzt nehmen wir mal diesen Block hier, auf das Glowstone klicken. Und rechter Mausklick. Und dann wollen wir das verschieben, zum Beispiel innerhalb des Gebietes von dem anderen. Ne, auf anderen Claim. Hierhin. Da kommt eine Fehlermeldung. Einmal ist es natürlich zu groß. Wollen wir mal gucken, ob das hier ein bisschen kleiner passt. So. You don't have enough blocks. Can't resize here because it would overlap another nearby claim. Also, da wird euch angezeigt, guck mal hier, da ist ein anderer Claim nebenbei. Oder ganz in der Nähe, mit dem ihr überlappen würde mit eurem Grundstück. Das wird dann hier so gröblich angezeigt, mit diesem Redstone und Netherrack und so. Ja. Also diese Dinge werden euch dann angezeigt. Das heißt, ihr könnt euren Claim nicht auf diese Art vergrößern. Dann tut ihr die Goldschaufel wieder aus der Hand. Ne, und dann könnt ihr wieder auf den Boden klicken. Da seht ihr, aha, da ist euer Grundstück. Jetzt versuchen wir das nochmal zu verändern. Nehmen wir mal hier hin und schon wieder, das geht nicht. Ne. Auf die Art und Weise seid ihr also relativ gut darüber informiert, wer wo was hat. So, jetzt machen wir hier auch wieder Abandon Claim. Das heißt, wir machen jetzt noch was anderes. Wir machen mal hier, machen wir mal Formulas, pass mal auf. Wir wollen ja auch die Möglichkeit haben, dass
Mitspieler auf dem Coaching auch was machen können. Also irgendwelche Befreundeten halt, ja. Und das macht man halt so, da gibt man Trust ein, Trust, und dann gibt man den Namen des Spielers ein. In diesem Fall mal Pyramidalist und Enter. Ja, und in diesem Fall kann jetzt also jetzt Pyramidalist als Avatar hier erscheinen und auf dem Coaching bauen oder an die Ton dran oder sonst was. Und wenn man das wieder rückgängig machen will, dann macht man hier Untrust. Untrust und dann wieder auch Pyramidalist. Nö, machen wir noch nicht. Machen wir gleich erst. ClaimsList. ClaimsList. Und dieses ClaimsList sagt, gibt uns eine Liste aus. Ihr seht, in der ersten Zeile sind sozusagen die Gesamtzahl der Blöcke. Darunter steht die Größe des ersten Größe des ersten Grundstücks, da wo unsere Truhe steht, und darunter das zweite Grundstück mit den entsprechenden Ecken, die dann genannt sind. Und dann in der letzten Zeile steht dann, wie viel Claimsblock man noch übrig hat, um ein weiteres Grundstück irgendwo haben zu können. So, und jetzt machen wir das Ganze mit dem Untrust. Untrust. Pyramidalist. So, und dann ist das revoked Pyramidalist access to this claim. To set the permissions for all, your claims stand outside. Then, also wenn man das jetzt innerhalb des Claims steht, wie ihr das gerade gesehen habt, dann gilt das für diesen Claim, dass der Pyramidalist jetzt da keinen Zugriff mehr hat. Wenn ich außerhalb hier stehe, ne, dann hat man sozusagen den Pyramidalist aus allen Grundstücken, die man irgendwo hat, über Grief Prevention gesichert hat. Aus all diesen Grundstücken ist der Pyramidalist dann quasi ausgeschlossen. Wenn man so innerhalb des Grundstücks steht, betrifft das nur das Grundstück selber. Und wenn man außerhalb des Grundstücks steht, dann betrifft es alle Grundstücke. Jetzt wollen wir uns noch mit ein paar interessanten Kommandos von Grief Prevention beschäftigen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man das als Serverbetreiber macht. Das könnt ihr sicherlich alles mal in irgendwie einem anderen Tutorial sehen. Also das hier ist jetzt mehr so die Bedieneroberfläche für die User und die Spieler. Also ihr könnt das auch auf anderen Videos sehen. Solltet sowieso den Kanal abonnieren. Da gibt es eben viele Videos zu allen möglichen, also allen möglichen Tutorials halt und auch das Wiki benutzen. Das Wiki, das enthält ganz, ganz viele Tipps und natürlich die ganzen Links zu all den Videos nach Themen sortiert. Also da könnt ihr nochmal zugreifen, wenn ihr was Bestimmtes sucht. So, ja, und also der Pyramidalist soll jetzt hier getrusted werden. Trust Pyramidalist. Nein, das machen wir mal nicht. Nein, wir machen jetzt nicht Trust, sondern wir machen jetzt nur Access Trust. Also, so, jetzt haben wir es. Jetzt ist der Pyramidalist hier sozusagen als Access Trust eingetragen. Das kann man also sehen, indem man Trust Liste eingibt. Trust Liste eingibt, dann seht ihr, aha, Pyramidalist ist bei A unten, ne, also unten links in der Ecke A, Pyramidalist unter Access Trust eingetragen. Jetzt kann man natürlich sagen, aber an der Stelle kann jetzt die Schalter benutzen und was weiß ich, irgendwelche Druckknöpfe oder so. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass man sagt, okay, du kannst ja auch die Ton benutzen, das auch reingucken und rausnehmen und so. Das geht mit Container Trust. Container Trust. Pyramidalist. Ne? Und von dem Zeitpunkt an kann er jetzt nochmal reingucken. Ne? Also hier die Trust List. Dann hat er C wie Container Trust. Das heißt also im Grunde genommen, kann er jetzt auf alles zugreifen, rausnehmen, reintun, was er will. Ja gut, Trust List als Kommando hat man jetzt auf jeden Fall schon. Und dann ist natürlich auch noch ein interessantes Ding. Also Untrust hat man vorhin auch schon, aber es gibt auch noch einen anderen Befehl. Untrust All. Untrust All heißt, da ist jetzt gar keiner mehr drauf auf dem Grundstück, außer ihr. Das ist euer Grundstück, kein anderer hat mehr Zugriff. Können wir uns also mit Trust List direkt angucken. Da ist also Pyramidalist jetzt auch raus. Also auf die Art und Weise kann man das Grundstück relativ nett modifizieren. Und ganz zum Schluss, wir gehen mal einfach aus dem Grundstück raus her, muss man außerhalb der Grundstücke sein. Dann kann man Folgendes noch machen. Abandon Claim. Ne, Abandon All Claims. Abandon All
Claims. Abandon all claims. Und dann sind alle Claims, die man hat, auf der ganzen Welt, egal wo, auf dem Server, da wo man eben ist, die sind dann weg. Ne? So, ihr seht, zack, die Kiste ist hier alleine und jetzt kann ja jeder wieder zugreifen, es sei denn, das Server-Team hat sich noch überlegt, dass es noch andere Sicherheits-Plugins gibt. Hör mal, du Skelett, du, ich komme dir gleich mal dahin, du, pass mal auf. Wir sind jetzt sowieso am Ende. Ich denke, man hat Spaß damit, diese Dinge zu probieren. Es ist eine relativ nette Angelegenheit. Pass mal auf, Skelett, ich glaube, dir geht es irgendwie zu gut. Kann das sein, dass wir uns mal ein bisschen streiten? Hallo? So, die Knochen sind meine. Zack, zum Pflanzen. Gibt's das denn? Also ehrlich, und das war frühen Morgen schon. Guck mal, die Sonne geht ja auch auf. Das geht ja gar nicht. So, okay, wie dem auch immer sei. Noch einer? Jetzt reicht's aber. Hallo, euch geht's wohl zu gut. Tschüss. So, ich will hier in Ruhe spielen können und Grief Prevention hilft dabei, von solchen Pfeifenheinis nicht genervt zu werden und auch von anderen Spielern nicht. Und hoffentlich klappt es immer. Es gibt leider immer noch Möglichkeiten, all diese Dinge zu umgehen, aber man kann eben die Hürden eben was höher legen und die Server haben in der Regel noch ein paar andere Tricks in der Kiste als nur Grief Prevention. Aber wie gesagt, hofft, dass alles gut geht, spielt damit und wenn ihr was zu kommentieren habt, unten in die Kommentare. Wenn ihr andere Themenvorschläge habt, bitte schön in als persönliche Nachricht. Und wie gesagt, schaut zu, dass ihr in das Wiki guckt, wenn ihr was braucht. Bis dann. Tschüss.